Es geht los, es geht wirklich los. Die Energien werden immer stärker, immer mehr Menschen erwachen und es sind ganz viele Erklärungen nötig, damit wir das alle gut verstehen und umso leichter das alles gehen darf. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Und ich habe gemerkt, dass einige Fragen aufgetaucht sind. Die möchte ich jetzt heute gerne beantworten. Und wenn ihr mal so guckt, den Hintergrund habe ich gewählt, weil dadurch über diese Lichtpunkte kann man sich vorstellen, wie sich die Energien bewegen, wie sie leben und uns begleiten und unterstützen. Wo fange ich jetzt am besten an? Ich fange mal bei den Zeitlinien an. Und mal ganz kurz als Beispiel nehme ich Avalon. Avalon ist ja ein Zeitalter, ein sehr großes und langes Zeitalter. Und das hat über die Zeitlinien verschiedene andere Zeitalter überragt oder war gleichzeitig vorhanden. Und diese Situation, dass das neue Zeitalter, der Aufstieg praktisch die andere Dimension, schon da ist für uns, dass so wie damals Avalon auch immer schon da war, obwohl man zum Beispiel in einem anderen Zeitalter gelebt hat, war Avalon gleichzeitig auch da. So ist es auch jetzt. Das heißt also, im Moment hier auf der Erde sind wir ja in der dritten Dimension im goldenen Zeitalter. Was sich schon gebildet hat, ist das neue Zeitalter, nämlich die vierte und fünfte Dimension. Und wenn das dann soweit ist, niemand weiß genau, wann es so ist, man kann keinen genauen Zeitpunkt festlegen. Aber wenn es dann soweit ist, dass die Menschen durch die Lichttore gehen und sich entscheiden, ja, ich gehe den Weg in die höheren Dimensionen, ich gehe wieder dahin, wo ich eigentlich herkomme. Dann passiert Folgendes, und das war der Punkt, wo viele noch ein bisschen durcheinander waren oder sich das auch nicht so vorstellen konnten. Dann passiert Folgendes: Wir bleiben alle auf der Erde, wir bleiben alle in unserem Körper, wir behalten also alles, was ist, nur sind wir in der anderen Dimension, in der höheren Zeitlinie. Und die Menschen, die jetzt nicht mitgehen, bleiben auch auf der Erde, bleiben auch in ihrem Körper, für die bleibt alles so, wie es ist, da ändert sich nichts. Und wir sind, die gerne aufsteigen möchten, sind dann in der anderen Zeitlinie, in der höheren Dimension und haben mit der neuen Erde im neuen Zeitalter dann nur noch zu tun. Also es wird niemand die Erde verlassen, das war so ein großes Fragezeichen. Und es wird auch niemand seinen Körper verlassen. Also da braucht ihr keine Angst zu haben, das bleibt so. Nur ändert sich das Drumherum dann praktisch. Das Drumherum in der höheren Dimension für die neue Erde, das wird anders, das wird liebevoller und die Dualität zieht sich zurück. Also wir haben nicht mehr diesen Kampf von Gut und Böse, der ist in der höheren Dimension, ist ja dann ausgeglichen und wir sind genau da, wo wir hin möchten. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Und die geistige Welt tut ja alles, tut ja wirklich alles, um uns praktisch zu unterstützen, um uns ganz viele Energien zu geben und zur Verfügung zu stellen. Und es ist wirklich an jedem Einzelnen, was daraus wird, wie schnell es geht und wie es eben sich entwickelt. Aber mir war es jetzt mal ganz wichtig, euch das so zu erklären und dass da keine Verunsicherung entsteht. Also wir bleiben alle im Körper, es wird niemand gehen. Und natürlich ist das jetzt alles sehr unbekannt und macht bestimmt dem einen oder anderen Angst. Aber dass diese Angst kommt eigentlich nur vom Verstand. Verstand erzeugt Angst für Dinge, die er nicht versteht. Und das hier kann man ja wohl überhaupt absolut nicht mit dem Verstand verstehen. Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Das war so jetzt noch nicht da. Und wir sind als Lichtarbeiter jetzt dabei,
die neue Zeit herbeizurufen und die göttliche Ordnung wieder einziehen zu lassen. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Jetzt gebe ich euch heute noch mal ein ganz tolles Hilfsmittel, wie ihr nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen und mit eurer Seele das Ganze besser verstehen könnt und euch auch leichter hingeben könnt und davon, von diesem großen Geschehen ein Teil werden könnt, weil es ist wirklich, wenn man nicht an sich arbeitet, kolossal schwer. Das heißt also, dieses an sich arbeiten, das fängt an, indem man seine Blockaden löst, indem man ganz viel Heilung für sich vollzieht und natürlich auch eine gute Verbindung zu seiner Seele hat. Eine gute Verbindung zu seinem höheren Selbst. Das ist das A und O. Je besser diese Verbindung und je stabiler diese Verbindung ist, desto mehr hast du Zugang zum Göttlichen, desto mehr bist du mit Gottes Kraft und Liebe verbunden. Und ihr wisst es ja schon, wenn man das ist, dann wird man sehr gut geführt. Dann ist man sehr beschützt und alles ist in Ordnung. Und das möchte ich gerne mit euch in diesem Video vollziehen. Ich möchte euch jetzt in der neuen Zeit die Verbindung zu eurem höheren Selbst aktivieren und verstärken. Das höhere Selbst ist die Seele selbst. Also das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem hohen Selbst, mit einem Geistführer oder etwas anderem. Das höhere Selbst, das ist der Zugang zu deiner eigenen Seele. Und diesen Zugang, wenn man den hat und wenn man in der Lage ist, immer wieder diesen Zugang, durch diesen Zugang zu gehen und in Kontakt mit der Seele zu kommen, wird man göttlich geführt. Und diese göttliche Führung ist unfehlbar. Das heißt also, die allerbeste Verbindung, die du aufbauen kannst zu deiner Seele, bringt dich dazu, keine Fehler zu machen, bringt dich dazu, immer das Richtige zu tun und in deiner Mitte zu sein. Und das ist das, was ausschlaggebend ist in gerade dieser schwierigen Zeit. Und deswegen werde ich mit euch also die Verbindung zum höheren Selbst vollziehen. Wenn ihr das von vorhin mit den Zeitlinien nicht so richtig verstanden habt oder wenn ihr sagt, oh Gott, was erzählt die Nirjana da? Das ist nicht so schlimm, weil wie gesagt, es geschieht sowieso und es ist sowieso da. Und es kommt sicher auch der Zeitpunkt, wo man es versteht, wo man sich das ungefähr vorstellen kann. Also ich stelle mir das so vor, hier ist die Zeitlinie der aktuellen Zeit, die Erde 3D. Und hier oben drüber ist die nächste Zeitlinie und die fängt an, sich über die alte Zeitlinie zu schieben, das ist 4D, 5D. Ja, also das ist vierte und fünfte Dimension. Und das wird mit der Zeit immer mehr. Je mehr Lichtarbeiter, je mehr ihr gut manifestiert, desto mehr schiebt sich das drüber. Und irgendwann ist das abgedeckt, das untere Teil. Und die Menschen, die eben hier oben sind mit ihrem Bewusstsein, die sind in der neuen Dimension und die anderen, die noch nicht so weit sind, bleiben hier unten. Für die ändert sich nichts, die bleiben so, wie sie sind. Und die anderen, die eben hier oben sind, die haben es schon geschafft. Und jeder kann ja für sich selbst entscheiden, wie schnell er das gehen möchte und ob er eben tatsächlich in die höhere Dimension möchte. Wir haben keine Erfahrungswerte, wir haben alles vergessen, wir Lichtarbeiter, nicht alles, aber so viel vergessen. Und wir können nur mit unserem Herzen das verstehen und einfach vertrauen. Das ist der Weg, Vertrauen dem Licht, Vertrauen und sich reinfallen lassen in die Schwingungen der Zeit, um dann eben auch ein Teil davon zu sein. Und das Licht darf sich immer mehr vergrößern. Das bedeutet in unserem Bild, wenn sich das Licht vergrößert, wird die obere Dimension immer stärker und breitet sich dann so aus, über die Erde so aus. Und
mit dieser Kraft wird die Erde dann auch, die neue Erde, in die höheren Dimensionen aufsteigen. Es hört ja nicht auf mit der vierten und fünften Dimension, sondern es geht ja dann auch noch weiter. Aber wir machen kleinere Schritte, damit wir das auch alle gut durchstehen. Es ist ja jetzt schon schwierig genug. Und die geistige Welt ist also immer da, beobachtet und hält das im Gleichgewicht mit diesen ganz vielen Energieeinströmungen, die vom Portaltag her kommen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gut verstanden. Und mein Rat ist einfach Vertrauen. Vertrauen und sich fallen lassen und hingeben. Verstand ausschalten, einfach mit dem Herzen fühlen. Und damit das leichter geht, machen wir jetzt die Verbindung mit dem höheren Selbst in der neuen Zeit. Das hat eine ganz andere Zeitqualität. Und ich empfehle euch auch immer wieder, diese Verbindung zu machen, damit ihr sicher darin werdet und diese Verbindung gefestigt ist. Und was gibt es Schöneres, als wie mit der Seele, mit der eigenen Seele verbunden zu sein und zu fühlen, was wichtig und richtig ist. Und dann auch danach zu handeln. Das ist so der Hintergrund. Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, wie es geschieht und welche Worte ich spreche. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich verbinde mich dann einfach mit der geistigen Welt und mit meiner Seele, mit meinem höheren Selbst. Und dann werden die Worte schon kommen, die genau für euch passen, die genau für diese Situation jetzt passend und richtig sind. Aber ich sprühe mich jetzt natürlich ein. Die weiße Bruderschaft hat mich angelacht gerade. Genau, oh, das ist so schön. Wunderschön. Und dann nehme ich noch Smarana. Smarana. Verbindung zu Gott. Wow, das ist auch so schön. Und mit meinem Ursprungslicht noch zu guter Letzt. Das ist auch wundervoll. Jetzt bin ich über die drei Essenzen komplett ausgerichtet und verbunden. Ich spüre es schon, wie hier so mein Kanal aufgeht. Und ich bedanke mich sehr, dass ich dies heute tun darf. Und ich freue mich, dass du da bist. Und so bitte ich um die Energie des Schutzes für uns alle. Möge sich der Schutz für jeden Einzelnen manifestieren und auch für mich manifestieren. Ich verbinde mich jetzt mit meinem höheren Selbst. Und ich bitte meine Seele, jetzt genau die Worte zu formen, welche wichtig sind, sodass jeder Mensch, der heute hier anwesend ist, einen wunderbaren Zugriff und eine tiefe Verbindung zu seinem höheren Selbst bekommt. Wenn du diese Energieübertragung und die Meditation vertiefen möchtest, kannst du ein Mudra machen, indem du deine Hände so ineinander legst und sie dann so auf deinen Schoß legst. Geliebtes Menschenkind, geliebter Lichtarbeiter, geliebter Krieger des Lichtes, alle Menschen der Liebe, alle Herzmenschen und Lichtmenschen, ihr seid gerufen von eurer Seele, von eurem höheren Selbst, denn es ist die Seele, welche euch führt. Die größte Weisheit in eurer Seele steht euch zur Verfügung, sobald ihr es geschafft habt, euch mit eurer Seele zu verbinden. Und dafür werden wir nun einige Schritte tun.
Atme dreimal das Licht der Liebe ein. Atme dabei tief ein und aus. Und spüre dabei, wie du immer ruhiger wirst, wie du in die Gelassenheit kommst und sich dein ganzer Körper entspannt. Beginne nun dein Herz auszudehnen, dass es so groß ist wie du selbst. Und spüre dabei, wie Liebe und Licht dich umhüllen. Und so befindest du dich jetzt auf deiner Herzensebene. Und nun beginne, das Licht der Liebe aus den Feldern der göttlichen vollkommenen Liebe einzuatmen. Und spüre, wie mit jedem Atemzug Gottes Liebe zu dir einströmt. Und dann dehne dich weiter aus. Dehne dich so weit aus, wie es möglich ist. Spüre Gottes Nähe, spüre Smarana und spüre deine göttliche Flamme. Nun lege deine Aufmerksamkeit auf dein Herz und lasse von deinem Herz ausgehend einen Lichtstrahl nach oben in deinen Kopf hineingleiten, mit dem Fokus, dich jetzt mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Die Energie deines höheren Selbstes befindet sich in deinem Kopf. Dein Herzensstrahl kennt den Weg und steuert genau auf diese Energie zu. Spüre, wie nun sich die Energie um dich herum verändert. Lege den Fokus darauf, ganz eng mit deinem höheren Selbst verbunden zu sein. Die Bereiche um deinen Kopf herum tragen eine intensive Energie, denn du bist jetzt mit deinem höheren Selbst, deiner Seele verbunden. Und nun hast du die Möglichkeit, mit deiner Seele zu korrespondieren. Du hast die Möglichkeit, mit deiner Seele zu sprechen. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit. Du kannst diese Zeit nutzen, um Fragen zu stellen oder um einfach Bilder zu empfangen, Gefühle zu empfangen oder die Liebe deiner Seele zu spüren. Für was du dich auch entscheidest, alles ist richtig und gut. So genießen wir jetzt die Verbindung zu unserem höheren Selbst.
Wage nun einen Ausblick auf die neue Zeit. Frage dein höheres Selbst, wie es wird, und lasse die Bilder vor deinem dritten Auge erscheinen. Sei neugierig wie ein Kind und freue dich über alles, was du empfängst. Große Freude für deine Seele, große Freude für dein höheres Selbst breitet sich aus. Die Verbindung wurde hergestellt. Und Gottes Liebe ist dein Begleiter. Gottes Liebe ist bei dir. So genießen wir noch ein wenig diese wundervolle, heilsame Verbindung. Und so wird es sein, wenn du in der höheren Dimension bist, wenn du langsam wieder nach Hause kommst. Wenn deine Aufgabe als Lichtarbeiter hier auf der Erde getan ist, denn in den höheren Dimensionen wirst du immer mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst verbunden sein. Du wirst intensiv deine Göttlichkeit, die Verbindung zu Gott spüren, so wie jetzt, nur noch intensiver. Und nun probiere aus, wie lange du diese Verbindung halten kannst. Auch wenn ich mich jetzt aus der Energie zurückziehe und wieder aus der Meditation hinausgehe, bin ich dennoch mit meiner Seele und meinem höheren Selbst intensiv verbunden und du spürst die Schwingung hinter meinen Worten und du spürst vielleicht auch die Botschaft und das Licht der Liebe, welches zu dir über die Töne meiner Worte fließt. Dies ist etwas, was du üben kannst, und wenn du dies tust, wirst du einen ganz besonderen Frieden in dir spüren und eine wundervolle Stille und riesengroße Kraft. Du wirst deine eigene Größe fühlen, deine Göttlichkeit. All dies wird dir dein höheres Selbst zeigen und dir zuflüstern: Wir sind eins. Ja, wir sind eins, wir sind auch mit Gott eins. Wir sind alle zusammen miteinander verbunden. Wir sind niemals getrennt. Und so freue ich mich so sehr, dass wir diese Übung zusammen gemacht haben. Und schreibt mir doch einfach unten in den Chat hinein, wie es war, wie ihr es gefühlt habt. Denn es lässt sich natürlich noch viel mehr ausbauen, noch intensiver alles fühlen. Das ist jetzt der Anfang, das ist der Beginn, wie es sich anfühlt, wenn du in der anderen Dimension bist. Ich empfinde das, diesen Unterschied immer sehr extrem. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel mit einem Fernglas in die Weite schaut, dann bist du hier im Moment an einer Stelle, aber mit deinen Augen an einer anderen Stelle. So könnte man das ungefähr beschreiben. Du fühlst also beide Orte gleichzeitig. Probiert mal, ob das auch für euch so ist. Man guckt wie durch so einen Tunnel hindurch und fühlt genau
diese intensive Liebesenergie des höheren Selbstes, das ist das, was immer noch da ist. Und wenn ihr das Video von Anfang an betrachtet und jetzt diesen Teil betrachtet, sollte man fühlen, dass jetzt in diesem Teil die Energie ganz anders ist. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Genießt die Verbindung zu eurer Seele. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald. Ein Küsschen. Und eine Herzensumarmung. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.